Das Werk entsteht eigentlich über eine Idee. Die Idee, die ich halt umsetzen will für das fertige Werk. Nach der Idee suche ich nach Fotomaterial. Aus diesem Foto entsteht dann eine Skizze, die ich dann so groß wie das Bild mache. Die nehme ich dann und arbeite mich dann quasi mit dieser Vorskizze in einen Wellpappblock hinein. Da werden dann quasi die Ebenen angelegt, was vorne und was hinten ist. Nachdem ich diese Originalskizze reingeklebt habe, fange ich mit dem eigentlichen Prozess an, indem ich dann halt diese Feinheiten ausschnitze. Nach dem Einleimen wird es halt weiß gestrichen und danach werden alle Kanten mit einem Graphitstift nachgezogen. Ich bin der Meinung, dass Kunst was im Kopf erzeugen muss, ein drittes Bild, was man eigentlich nicht beweisen kann. Es lässt sich ja nicht nachweisen, warum ein Bild funktioniert. Und im Grunde geht es mir eigentlich da um diese Idee, dass man das gar nicht kann. Eigentlich geht es mir, wenn ich halt einen Bruch in einem Bild erzeuge, um den realen Bruch, eigentlich um die skulpturale Stelle in einem Bild. Und ich möchte gerne einen realistischen Moment in einem realistischen Bild erzeugen. Den Christoph Breitwieser habe ich auf einer Messe, auf dem Messestand meines Galeristen Alfred Kornfeld kennengelernt. Und er war so begeistert von meinen Sachen, dass er mir halt direkt eine Einzelausstellung im Museum Bensheim angeboten hat. Und ich freue mich sehr, dass ich das dann halt jetzt machen durfte. Und ich glaube, das wird eine schöne Ausstellung.